Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt, meine lieben Freunde. Und ja, ich war eigentlich mit Mo hier, aber Mo hat sich leider in die Jogginghose geschissen und ist mal ganz schnell weggerannt. Ich weiß nicht, wo der hingegangen ist. Er stieg aus und sagt, Fritzel, was war das denn, Mo? Nix. Mal war er weg. Aber heute ist die Liv und der Schwappel da. So, ja, wir waren beim Landhandel, wir wollten Mischfuder kaufen. Mischfuder, ich werde jetzt wohl nicht beladen. Doch, komm, ich belade einfach. Ich klaue das ja nicht, ich bezahle das ja, dann ist das nur schon mal erledigt. Mischration, Start. Dann kann ich direkt sagen, wie viel Kilo ich hier mitgenommen habe. Liter. Wow. Schatz? Ja? Wo ist mein Valentinstagsgeschenk? Da ich dir ja am Sonntag so ein schönes gemacht habe und du am Telefon gesagt hast, dass ich der beste Mann auf der Welt bin. Was hättest du denn gerne? Dich in Schleife. Okay. Nee, ohne Schleife. Direkt so, Alter. Direkt ram. Ja, aber nicht draußen. Das kriegst du dann in der Villa heute Abend. Okay. Wie muss man damit euch zufriedenzustellen sind? Ja. Möpse, geile. Klopft. Sind die denn hier? Oh, da hinten. Immer, immer im Landhandel mit Library Door. Rein, wir machen da einen riesen Pool draus. Das Hallo. Ist da wohl mal ganz klar. Nein. Moin. Oh Gott. Doch. Hi. Also die Fritzelwelle hat auch einen Pool. Ich will auch einen verdammten Pool. Du kriegst aber hier keinen Pool. Miguel. Ich will hier einen Pool rein. Na, mit ich will, kommst du gleich gar nicht weiter. Das Ding ist so ungenutzt. Das ist so leer, wie es überhaupt nur geht. Das ja, ist so gut, leer wie mein. Nur darauf mein was soll denn da rein? Ja, Wasser. Ja, Reste. Ja, Reste. Wasser. Also, ich dachte Gülle. Also, Wasser und Keufische. Macht ihr jetzt hier für Harry ein Bad fertig, oder? Nee, das ist für Miguel, deine der will unbedingt da rein. Das, oh, der war aber gemein. Da muss ich mich direkt wieder. Die Badewanne, Junge. Alter. Pass auf, wenn du es durch Schwatzing zu fiepen hörst, das sind die Tieflader, die immer ganz warm. Die Klappe, ey. Ich habe 52.000 Liter Mischfutter geladen. Ja, das sind 26.000 Euro. Ja, Moment. Nee, hast du einen anderen Preis? Wir hatten mal vor längerer Zeit. 400, ne? Ja. Also eine Frage in Bezug auf die Tieflader. Fahren dann mehr wie einer? Oder? 28. 28, Fritze. Ja, ich weiß. Ich weiß. Naja, die fahren parallel. Jetzt die Dinger, wo hinten einer drauf sitzt und lenkt. Ist aber gut. Das ist aber. Hört aber auf, über diese Steinvorlagen zu geben. Ich mach ja gar nichts. Ich würd ja sagen, hier nehmt eure Mütter, da müsst ihr dann nicht so viel Gärreste reinknallen, weil die schon so dick ist, aber. Ja, der ist zu spät. Ja, der ist echt zu spät. So, ich habe überwiesen. 20,8 habe ich überwiesen. Aber Frissel, aber ja. Frissel, wenn du gerade hier bist. Ja. Gärreste. Hast du Gärreste? Ja. Wie viel? Boah, eine Menge. Ja, erstmal wie viel die 1000 Liter. Ja. Einen Moment. Finde ich gut, ja, es klingt ja gut. Warte ganz kurz. Muss eben hier unser. Ja, pass auf, bei 40 nehmen wir viel. Ari. Bei 40 nehmt ihr viel. Ja. Mist. Ach so. So. Da haben wir jetzt. Auch Mist kaufen zusätzlich noch. Ja, bei 30 nehmen wir noch mehr. Okay. 30 kommt noch dick, viel Mist dazu. Nee, sag mal an, wie viel kostet das? Kann ich dir gerade echt nicht sagen. Er hat hier die Tabelle beigeschrieben. Bei Mist, Gärreste, Häckselgut. Hat Fritzl nicht zu interessieren, muss ich Gustav fragen. Steht hier echt im Dokument, ohne Scheiß ja. Jetzt. Ich, 5 Euro. Ich schick dir gleich. Ich schicke dir gleich Gustav ans Telefon, der kleine Pisser. Ja, mal Gustav, der soll anrufen. Vielleicht kann man ja mit dem ein Geschäft machen. Mach ich so. Der kleine Spaß. Ich müsste nochmal neu joinen, ich bin runtergeflogen.
Ja. Hast du hier ein Radio an oder was? Was war das denn jetzt? Was sagst du? Hast du hier ein Radio an oder? Ich hab Friedrich hat doch bestimmt das Radio an da hinten im LKW. Oh, mein A-Pod ist rausgefunden. Entschuldigung, es war meins. Achso. Also. Ja, kann man nichts machen. Aber gut, pass auf, sag mal Gustav, der soll dringend mal anrufen, ne? Und sag ihm auch gleich, na gut, das kann ich ihm mein Telefon machen, das ist kein Problem. Na? Alles gleich. Alles klar. Warte, Fritz, also mit dem Gustav, da hab ich noch eine Frage. Sag mal, in welcher Beziehung steht ihr da zueinander? Zu was? Ja, wenn dich das nicht zu interessieren hat. Da war ein Lachs mal hinter. Ich glaube, der wollte mich nur ärgern. Jeder wartet hier. So. Ja. Alles klar, ne? Gut, danke dir. Ich muss los, Leute. Wir hören uns. Tschüss. Brauchst du noch mehr Mischfutter? Ich komme nochmal 2-3 Ladungen holen. Aber wann, weiß ich nicht, ob ich das zeitlich schaffe. Ich habe nämlich jetzt gleich einen Termin mit der Zeitung. Gut, kein Problem. Wir liefern. Also wir könnten auch liefern. Wir liefern. Überhaupt kein Thema, kostet nichts. Dann würde ich nochmal 100.000 Liter nehmen. Mach mal. Warum kostet nicht das nichts? Wir gucken mal, was in die LKW-Ladung geht, weil wir haben jetzt den neuen da hinten, den wollen wir sowieso mal testen, was Schüttgüter betrifft. Und da gucken wir mal, was reingeht, und dann machen wir halt ladungsweise, okay? Ja. Auf jeden Fall würde ich da noch 100.000 Liter nehmen. Jo, alles klar. Alles klar, Leute. Tschüss. Jo, Peter! Gustav. Ja. Im Dokument, wenn ich dort die Preise nachgucken möchte, zum Beispiel für Gärreste, steht da drin, das hat Fritzl nicht zu interessieren, muss ich mit Gustav absprechen. Ernsthaft? Kannst du bitte einmal den Landhandel anrufen und dort sagen, was Gärreste und so kostet? Die möchten nämlich Gärreste bei uns kaufen. Mach ich. Chef, da musst du, glaube ich, mal mit Mo sprechen. Bitte? Da musst du, glaube ich, mal mit Mo sprechen, wegen dieser Annonce in unserem Dokument. Das habe ich nicht reingeschrieben. Okay. Ja, alles gut. Aber, muss ich sagen, Chapeau Mo, coole Idee. Alles klar. Gustav, melde dich mal eben zeitnah. Ja, mache ich. Ich rufe das aber dann. Alles klar. So, ich komme jetzt erstmal zum Hof mit Mische, Ratione. Boah, leck mir am Arsch! Boah! Alles gut. Nun bist du im Mischfutter auf der Straße gelandet, alles super. Dieser scheiß fucking Schnee, Alter. Wie immer Zeit, dass jetzt hier Frühling reinkehrt, ey. Und der ganze Schnee schmilzt. Und mein scheiß Grubber, der steht auch schon seit 80 Folgen um Feld, ey. So. Nehmen wir direkt mal den Hintereingang. Ha! Wie heute Abend, ich bei Liv. So. Ah, fuck. Das ist einfach viel zu eng hier, Alter. Das sag ich heute Abend auch zu Liv. Oh Mann, ey. Heute bin ich wieder gut drauf, Leute. Heute bin ich echt gut drauf. Ey, leck mich am Arsch, dieser... Echt, dieser Stink geht mir auf die Nüsse, Alter. Aber richtig ganz gewaltig, ey. Oh, Brüste. Oh, noch 2 Brüste. Was ist denn hier los? Hallo. Hallo. Hallo, Herr Freezy. Guten Tag, Frau Eilig. Mit den Steuern. Mit den Steuern, oh mein Gott. Ja, Gott müssen es nur nett zu mir sagen. Göttin? Naja, das wär verhandelbar, aber wie gesagt, ich bin wenig Steuern da. Meine Freunde, wenn ihr euch jetzt wundert, warum das mitten im Bildschirm aufgeploppt ist, oben mein vierter Bildschirm ist jetzt komplett kaputt. So. Was? 54.800. Da, weißt du, das ist ja auch wieder so ein Hohn, ne? Wenn ihr was wollt, muss ich mich bei euch melden und alles, um mein Geld zu bekommen. Kriegt ihr aber Geld von mir, dann steht der hier, ja, Steuern, nimmer, und ich bekomme Geld.
Was ist denn da los, Frau Eilig? Dieser Zusatz ist bloß da, wenn ich mal nicht hier bin. Also wenn ich hier körperlich nicht anwesend bin. Ach so. Ja, ich komme schon noch schön immer vorbei. Ja, ich muss, vor allen Dingen im Winter muss ich mich warm halten. Also ein bisschen Bewegung schadet nicht. Na, okay. So. Ja. Komm mal, überweisen wir dir mal den ganzen Sheet hier. So, bitteschön. Ja, ich sag danke. Man sieht sich. Ich hab dich um 400 beschissen. Um 400 beschissen? Ja, ich hab dich. Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Ja, das hoffe ich mal, sonst komme ich hier noch mit einer Steuerfahndung her. Ja, wegen 400 Euro. Ja, ist so ein. Naja, es wurde schon mal eine Kassiererin gekündigt für 30 Cent. Komm mal, Maul. Ich weiß doch, wie ihr seid, die Stadt hier. Also ich weiß nicht, was immer ist, immer wenn ich hier mit den Steuern komme, werde ich überall nur angekackt. Ja. Wisst ihr, wer der größte Verbrecher auf dieser in Deutschland ist? Nee. Vater Staat. Das sowieso. Die halten die Hände auf und wollen Geld für nix. Und wenn du es nicht überweist, dann kriegst du direkt. Weißt du, da wird dir eine reingehauen, da wirst du nicht mehr wach von. Du kannst alles machen, aber verarsch nicht den Staat. Da kriegst du die Höchststrafe. Wenn es in Deutschland noch in wäre, hier Leute zu erhängen wie damals, glaub es mir, wenn du die Steuern hinterziehst, du würdest an den Galgen hängen. Ich bin ja wenigstens froh, dass ich noch die Daten von Ihnen bekommen habe für die Steuern, weil sonst wäre ich hier noch mit ganz anderen Zahlen gekommen und dann hätten Sie mich wahrscheinlich vom Hof gejagt mit Mistgabeln und was weiß ich allem. Und Fackeln? Ja, Fackeln. Hätte ich Ihnen das. Oder hätte Sie mich gleich mit dem Deutz überfahren, keine Ahnung. Wissen Sie, damals im alten Rom, ne? Da hatten die Römer, die hatten Sklaven. Und angesehene Häuser, die viel Geld hatten oder einen hohen Titel damals hatten, die hatten ein eigenes Logo, weißt du? Wie ich meine, ein Firmenlogo, ein Hauslogo. Und das hatten immer die Sklaven immer am rechten Unterarm. Okay. Und wenn du mit mir so hohe Steuern kommen würdest, die ich bezahlen müsste, würdest du das Fritzel-Emblem am Unterarm kriegen. Und dann würdest du da hinten jetzt gerade hier die Fenster putzen, hä? Also ich bringe mich gerade auf eine Idee. Ich habe heute noch privat was zu tun. Ich muss mal kurz wegfahren. Wohin denn? Ich habe Angst vor Ihnen. Ich habe noch private Sachen. Ich bin hier nur in der Steuer zuständig. Was für private Sachen denn? Erzählen Sie es mir doch. Ich habe einen Hof zu leiden. Sie gehören doch fast schon zur Familie. Wir müssen doch hier mit Gustav rumbummen. Ja, deswegen muss ich noch was arbeiten. Ja. Ja. Du willst jetzt arbeiten. Ich arbeite was im Gegensatz zu meiner kleinen Schwester, aber wenn du die doch den ganzen Tag nur oben am Landhandel rumhängt und irgendwie jetzt Urlaub macht. Okay, aber wenn du doch anfängst zu arbeiten, ist das so, als wenn vier Leute Pause machen. Oh. Tschüss. Man sieht sich, Herr Fritzel. Ja, tschüss. Wann machen wir denn das Interview? Das kommt in schon Hilfe. Noch. Ja. Schick meine Schwester vorbei. Alles ich klar. Kannst ja gerne mitkommen, Frau Christel Eilig. Ist immer lustig mit Ihnen. So. Wenn du anfängst zu arbeiten, ist das so, als wenn vier Leute passen. Also manchmal komme ich auf Scheiße super so. So. Gut, jetzt bringen wir mal ganz schnell den Anhänger wieder zurück. Der Landhandel wollte ja die restlichen 1000, 100.000 Liter liefern. Und das ist ja nicht unser, das gehört ja von der Stadt. Wenn die mich damit noch erwischen, dann gibt's wieder Ärger. Ja? Wir haben jetzt gerade 300.000 Liter Gärreste verkauft, 50.000 Liter Mist und 200.000 Liter Silage. Ja, nice, cool. Ja. Ich glaube mal. Wie bitte? Ich glaube mal, du hast einen guten Preis gemacht, oder? Ja, ich habe es jetzt nicht unter Wert verkauft. Gut. Wir haben es jetzt so ausgemacht, die Jungs holen jetzt Gülle und Silage ab. Und ja. Ich bringe den Mist, weil wir den ja erst noch mit der Schaufel laden müssen. Okay. Werde ich mich jetzt drum kümmern. Also ich kann auch eben Mist laden, ich bin ja bei uns am Hof. Achso, ach nee, das haben wir ja im Silo drin, ne? Ja. Ja, ist egal, ich habe jetzt einen großen Hänger dran. Ich habe gesagt, ich bringe euch die 50.000 noch mit hoch. Ja, ich habe auch einen großen Hänger dran, deswegen komme ich. Tank direkt. Dann können wir ja von mir aus zusammen hochfahren, wenn du willst. Was ist das denn hier? Warum ist denn unser Eingang wieder zu? Ich weiß es nicht.
Ich hab noch eben mein Gespräch hier mit den Ehrlichschwestern. Einen Moment. Jo. So, da seid ihr zwei Hübschen ja wieder. Jetzt sind wir privater. Ja, jetzt sind wir privater, Herr Fritzl. Ah, okay. Vorhin war geschäftlich. Ja, ah, hallo. Ja, hallo. Wo fangt man an? Einerseits habe ich gehört, du willst ein Interview mit meiner Schwester führen? Ja. Und die Zusammenarbeit mit dem Hof? Ja. Über was soll denn das Interview sein? Über meinen Prachtkörper. Okay. Nein, ich dachte mal so allgemein so, ich weiß es nicht, einfach vielleicht auch mal den Fritzl vorzustellen. Man kennt mich ja immer nur als den Schreihals, der immer ausflippt, und ich dachte, mal ein tolles Licht auf mich blicken. Der Familienvater. Frei von der Seele ausreden? Ich rede frei und ehrlich. Jede Frage werde ich Ihnen ehrlich beantworten. Zu 100%. Zu viel ehrlich in einem Satz. Ehrlich? Ehrlich, ja, ohne Scheiß. Ehrlich. Ach so. Oh. Ja. Solange sie es nicht eilig haben. Oh. Jetzt haben sie mich aus dem Konzept gebracht. Ah, ist ja schön, dass sie gute Laune haben. Oder? Was meinst du? Ich hab gesagt, es ist schön, dass er gute Laune hat. Ja, das ist doch gut. Vor allem bei den Steuern hat er schlechte Laune. Wird Christel mit am Ende nicht mit EL geschrieben? Christel? Nein, das ist der Fränkisch. Christel. Oh, Christel! Ja, okay. Das gut Fränkisch ist Christel. Ja, okay. Also. Fangen wir doch einfach mal mit der Gegenwart an. Ich habe gehört, bei euch ändert sich jetzt einiges. Bei uns am Hof? Ja. Ich habe jetzt, ich sag mal so, dass das Größte an geschäftlichen Sachen, was BGA und Hof und sowas angeht, an Gustav und Mo abgegeben. Ich muss ich ganz ehrlich dazu sagen, die können das besser als ich. Ich kann gut Scheiße labern, da bin ich der Beste drin, aber ich sag mal so, den Hof zu leiten, Aufträge ranzuholen, das machen die zwei jetzt, ja. Das hört sich doch gut an. Ja. Dann ist oder für dich privat mal ein bisschen Entspannung, oder? Ja, das Ding war halt immer, ich wollte das immer alles alleine machen. Ich muss aber auch dazu gestehen, ich hatte wenig Vertrauen so in meine Mitarbeiter oder auch mit anderen Leuten. Ich sage jetzt der Landhandel, aber mit dem Landhandel ist alles jetzt mittlerweile geklärt. Ich möchte da auch mit den Frieden jetzt machen. Nur, ich wurde hier so oft schon verarscht oder Leute abgeworben, hier belogen und verarscht, und nicht nur vom Landhandel, auch von anderen Leuten, und ja, darum habe ich nachher keinen mehr vertraut, weil das Ding ist immer, wenn ich den Leuten zu viel gebe und die hauen dann nachher ab oder haben sich belabern lassen von irgendjemandem, und dann ist alles weg und dann stehe ich da ohne. Aber ich kenne es mit meiner Arbeit. Ich mache lieber alles selber, bevor ich da irgendwie nochmal was korrigieren muss. Ja, und das auch, ja. Ja, aber jetzt vertraue ich den zwei so, oder den drei. Meine Frau gehört ja auch mit dazu. Und ja, jetzt läuft das. Hört sich das super an. Und ja, da kommt ja noch die Zusammenarbeit ja mit uns jetzt dann. Genau. Mit euch ja auch. Das klappt ja auch wunderbar. Deine Schwester hilft ja auch uns hier immer stetig an der BGA oder am Hof oder wo auch immer. Ja. Noch weitere Pläne für euren Hof? Also momentan sind die größten Pläne gerade alles abgeschlossen. Wir haben die neue BGA, die ist ja komplett neu. Wir haben jetzt in die Hühnermast investiert, um Schwatzingen jetzt nicht nur mit Schaffleisch, Schweinefleisch und Kuhfleisch zu versorgen, sondern auch jetzt auch mit Hühnerfleisch. Und das war jetzt unsere nächste. So ein kleines Träumchen von mir wäre natürlich noch irgendwie im Forst nochmal so ein bisschen einzusteigen, aber da sind wir momentan noch ziemlich weit von weg. Ja, eins nach dem anderen, würde ich mal sagen. Genau, ja. Ja. Hört sich doch gut an. Entwickelt sich auf jeden Fall positiv, würde ich mal sagen. Ja, sehr positiv. Also mit damals gar nicht mehr zu vergleichen. Also gar nicht mehr. Kommt jetzt eigentlich zu dem Friedensangebot mit dem Landhandel? Wie es dazu kommt, wenn man
wir sind beide Dickköpfe. Der Landhandel genauso wie die Fritzels. Und wenn... Es wird keiner von uns nachgeben, weil alle beide von uns immer als Sieger irgendwo heraustreten wollen. Und das pauscht aber auch viele Sachen auf und macht Stress, wo eigentlich keiner sein müsste. Und ich habe jetzt einfach gesagt, gut, ich setze den Kopf mal zur Seite. Ich versuche das jetzt. Das ist wirklich mein allerletztes Mal, dass ich versuche, mit denen gut auszukommen. Kleine Witze, den kann man gerne mal machen, auch mal einen kleinen Streich spielen. Aber... ja. Meinst du nicht, der Miguel wird es dann ausnutzen und dann quasi hier sagen, was du nachgegeben hast? Wird er. Und er wird mich damit auch provozieren. Aber ich werde es einfach mal runterschlucken. Versuche auch nicht mehr sauer auf ihn zu sein, weil er hat ja auch einiges bei unserem Hof versprochen, mitzuhelfen, was weiß ich, wegen Bella, aber ja, da ist gar nichts draus gewesen. Nee, gar nichts? 0,0. Nee. Eigentlich war ja ausgemacht, dass Bella quasi nach der Arbeit oder nach der Hofarbeit zu ihm hochfährt oder die halt danach was machen, aber die ist ja anscheinend komplett hochgezogen. Ja. Oh, okay. Das Einzige, wo ich den Miguel mal bei uns am Hof gesehen habe, da waren die beiden knutschend in der Garage gestanden, also. Oh, hör mir auf mit. Dieses Bild geht mir bis heute okay. Aus dem Kopf. Aber wenn ich mich, ich möchte jetzt nicht frech oder so wirken, aber bist du nicht mit dem Harry liiert, Emily? Nichts offiziell, kein. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist schwierig, würde man so sagen. Okay, ja, okay. Geht mich auch nichts an. Ich wollte nur nachfragen. Alles, ja, alles gut. Es gab da so einen gewissen Blumentopf-Vorfall. Ich glaube, den kann Emily noch eine ganze verkräften. Diese Bilder im Kopf. Oh. Da bin ich direkt weg. Das Schlimme war ja nach meinem Eiseinbruch, ich konnte mich ja wieder an alles erinnern und das erste Bild war halt einfach dieses Bild. Und da fällt mir gerade was ein. Warte mal ganz kurz, Emily, da habe ich noch was für den Harry. Einen Moment. Jetzt bin ich gespannt. Wo ist er denn? Ah, da. Ja, ja, hier. Es stand mal irgendwann so eine kreischende, schwarzhaarige Frau bei uns am Hof, die hieß Molivia. Die hat mir diesen Brief hier gegeben. Vielleicht kannst du den ja mal Harry geben. Was, ein Brief? Ja. Okay. Riecht auch nach Parfüm, ich habe keine Ahnung. Ich werde ihn mal weitergeben, ja. Ja. Mal schauen, wie er regiert. War da irgendwas? Ich habe das nicht so mitbekommen, aber irgendwie war mal eine Olivia hier in Schwatzingen. Die haben sich irgendwie... Ach, das war die, wo mal meine Schwester mit unten war, am Haus. Da müssten wir mal Bella fragen. Die kennt. Ja, Bella hatte Bekanntschaft. Die ist gerade im Urlaub, die müssen wir da danach mal fragen. Okay. Ich bin doch Molivia. Ich weiß! Ich hatte mich damals verkleidet und den Harry angebaggert. Mit Schminke. Deine Schwestern haben mir dabei geholfen. Ja, da warst du, weiß ich gar nicht, auf Fortbildung oder irgendwas. Da war auf einmal Fritzel bei uns vor der Haustür gestanden und hat nach Frauenklamotten gefragt. Ach du Herr Jemini. Ja. Ja. Hat das verkraftet? Also ich kann mich nur daran erinnern, dass Harry an dem Tag ein bisschen schreiend über den Landhandel gerannt ist. Ja. Eigentlich hätte er es ja schon fast verdient, dass Molivia ein zweites Mal kommt. Oh, das wäre... Komm da auf eine Idee. Können wir ganz gerne einrichten, überhaupt gar kein Problem. Aber... Ja, komm nochmal auf dich zu. Ja, genau, ich würde das auch nochmal dann verschieben. Ich habe die Perücke gerade nicht hier, wenn Sie verstehen. Ja, nee, das dauert noch ein bisschen. Ich komme da auf eine Idee. Emily, wir müssen dann später mal drüber reden. Okay. Ich habe wieder einen meiner Gedanken. Aber, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.